Ja, meine lieben Zuseher von RE1, jetzt haben wir uns längere Zeit nicht mehr gesehen, aber deshalb möchte ich euch ganz besonders heute aus unserem Studio begrüßen. Mort Hitz hat es da im Studio, nicht nur Vatertier, sondern auch bei uns. Ich hoffe, dass wir heute wieder eine tolle Diskussion für euch darbieten können, und zwar unter dem Motto: Der Ball rollt wieder. Und unsere Gäste seien ja wie immer, wie jede Woche, immer super ausgewählt. Und zwar möchte ich da als erster bei uns hier im Studio begrüßen den Lanzer Klaus, Bezirksobmann vom Tiroler Fußballverband. Servus Klaus. Ich grüße dich. Das ist immer fein, die nehmen sich alle immer für uns Zeit. Da sieht man auch, dass die Wichtigkeit da des RE1 im Bezirk auch einen großen Stellenwert hat. Weiterer Gast. Ein bisschen weiter weg von uns, und zwar der Erich Schlichtherr, Obmann vom FC Schretter-Vils. Erich, habe die Ehre. Ja, hallo aus Vils und danke für die Einladung. Wir haben natürlich auch versucht, jemanden vom SV Reutte zu erreichen. Es ist uns aber leider nicht gelungen, jemanden da ins Studio zu holen. Aber ich würde sagen, die zwei Gäste hier sorgen sicher für eine angeregte Diskussion. Wir haben einen Haufen Punkte zusammengeschrieben. Es ist ja noch nicht so lange her, Klaus, wo wir da in dieser Runde beisammen gesessen sind. Das war mitten in der Corona-Zeit. Was haben wir da gehört? Spielabbruch, Ligaabbruch, Bundesliga, alles. Jetzt sind wir schon wieder, wie man jetzt gerade bei der Begrüßung gesagt hat, der Ball rollt wieder. Rollt er wieder? Durchaus, er ist immer gerollt, nur haben wir nicht zuschauen dürfen. Nicht? Die Vorbereitungsspiele laufen bei den Vereinen, es sind Cup, also der Kirchdorfer Cup ist, hat begonnen, ich glaube, sind wir bei der zweiten Hauptrunde, und am kommenden Wochenende startet bei einem Großteil der unterklassigen Vereine die Meisterschaft. Die Regionalliga Tirol hat schon angefangen, also schaut mal ganz gut aus. Erich, bei euch in Vils, rollt der Ball? Der Ball rollt, Gott sei Dank wieder. Ich meine, wir sind alle glücklich, dass wir wieder ein bisschen ins Tagesgeschäft einsteigen können. Und es ist zwar nicht ganz einfach, mit allen Vorgaben umzugehen, aber ich denke, dass wir es bestmöglichst alles einhalten. Und sofern sind wir glücklich, dass wieder alle ihrem Hobby nachgehen können und wieder Fußball spielen dürfen. Hast jetzt du, Erich, selber das organisiert im Vils? Bist du doch jetzt der Einzige als Obmann Verantwortlicher, dass die Corona-Maßnahmen eingehalten werden? Oder hast du da spezielle Corona-Beauftragten, beziehungsweise man helfen, zum Helfen einhalten muss, die Abstände zum Beispiel natürlich jeder, aber bist du jetzt als Obmann allein verantwortlich für die ganze Umsetzung der Maßnahmen? Ja, ich meine, die ganze Umsetzung wird natürlich schon im Vorstand besprochen, wird, die Arbeiten werden auch dementsprechend aufgeteilt. Letztendlich verantwortlich ist immer der Obmann, der haftet ja schlussendlich auch. Ja, nicht. Genau aus dem Grund ist man natürlich federführend dabei, es umzusetzen. Wir versuchen halt möglichst die Vorgaben von der Regierung, die Empfehlungen vom Verband, Verbandseite soweit umzusetzen. Ich glaube, hundertprozentig werden wir es fast nie umsetzen können. Ich meine, da ist auch eine gewisse Eigenverantwortung für den Besuch und so weiter und für den Spieler auch, sollte vorhanden sein. Und ich denke aber, wenn wir die maßgebenden Punkte, die wir aus meiner vorgeben haben, wenn die eingehalten werden, nachher müsste es eigentlich soweit entsprechen. Wie schaut es bei euch aus, Klaus? Die ganzen Verordnungen vom Tiroler Fußballverband, wie wird das weitergetragen an die einzelnen Vereine? Habt ihr da auch viele Sitzungen intern? Wie macht es das? Sitzungen haben wir jetzt in letzter Zeit keine gehabt, aber von der Geschäftsstelle in Innsbruck aus werden die Informationen an mich per E-Mail geschickt, beziehungsweise per E-Mail dann an die Vereine mit den Empfehlungen und vom ÖFB, wie man da vorgehen muss und so weiter. Sei es Empfehlungen oder sei es Weisungen? Also was ich ausgelesen habe, sind es Empfehlungen, ja, die man durchführen soll. Soll. Also Weisungen in dem Sinn kann es ja keine geben. Ich glaube, da sind die Behörden zuständig und die sind halt an diese Covid-19-Verordnung gebunden und da hat der ÖFB eben solche
Empfehlungen ausgearbeitet, wie man sich daran halten sollte. Das heißt, es ist noch nicht unbedingt ein Kontrollorgan auch vorgesehen, aber es ist das Ganze überwacht, wenn es jetzt nur Empfehlungen sein. Wie soll man das machen? Am Wochenende bei 155 Vereinen, ich kann ja nicht 155 Beobachter ausschicken. Ich meine, in erster Linie geht die Verantwortung an die Vereinsführung. Das ist schon mal die erste. Zweite wird eventuell der Schiedsrichter auch mögliche Beobachtungen machen. Der gegnerische Verein, wenn er kommt, der wird sagen, das passt mir nicht, das passt mir nicht. Aber Überprüfungen vom Verband können nur punktuell gemacht werden. Dass man also als Präsidiumsmitglied irgendwo hingeht, schauen. Der Präsident ist auch schon gewesen, schauen, und wenn einem etwas auffällt, ich glaube, Zeitungen schauen ja auch ganz genau hin, wenn ich denke an die Geschichte in Bad Znaun oben, was da war, wo zufällig ein Reporter von der DT dort war. Also man wird schon irgendwo kontrolliert. Erich, wie schaut es jetzt bei Enk aus mit dem Training, Ligastart, Vorbereitung, wer weit seid ihr? Mit dem Training sind wir eigentlich voll auf Schiene soweit. Wir haben laut Empfehlung und Vorgabe vom Verband, vom ÖFB, was er mit der Regierung abgesprochen hat, ein Präventionskonzept erarbeiten müssen, wo quasi alles geregelt ist, der Trainingsablauf, der Spielbetrieb, wie du das bei der Kantine handhabst und so weiter, die Eintritte, dass das quasi alles geregelt ist. Wir haben das soweit festgelegt, dass grundsätzlich immer wieder die Nassräume und so weiter desinfiziert werden. Natürlich in den Kabinen müssen sie ihren nötigen Abstand einhalten. Mit der Kantine haben wir so geregelt, dass man zusätzlichen Ausschank außerhalb noch platziert haben, damit wir die Leute auch mal ein bisschen entflechten können, dass nicht alle auf einem Haufen sind. Für die Zuschauer haben wir es so reglementiert, dass auch die gesetzliche Höchstzahl von 200 Einlass bekommt. Und da müssen wir leider sagen, bei 200, jetzt ist Schluss, wir dürfen leider keine mehr reinlassen. Es wäre die Möglichkeit, dass man mehr reinlässt, allerdings mit einem zusätzlichen Mehraufwand. Beziehungsweise muss man sagen, man braucht zugewiesene Sitzplätze, die ist in unserer Infrastruktur und eigentlich in vielen Infrastrukturen in ganz Tirol eigentlich nicht vorhanden. Deshalb haben wir mal gesagt, wir machen die 200 Besucher und danach ist einmal Schluss. Natürlich haben wir es jetzt, wir haben jetzt im letzten Wochenende unser erstes Heimspiel gehabt, im Cup, in der zweiten Hauptrunde. Grundsätzlich ist es gut gegangen, auch mit den Besuchern. Natürlich ist dann auch ein bisschen ein Wetter aufsuchen. Es ist klar, dass die Leute nachher gesammelt ein bisschen unter das Dach reingehen, bevor sie vom Hagel verschlagen werden oder vom Blitz getroffen. Aber grundsätzlich ist es natürlich schwierig, auch für einen Verein, sage ich, das durchzusetzen, der Mindestabstand, weil die Bundesregierung hat den sogenannten Babyelefanten zum Abschluss freigegeben. Also existiert er nicht wirklich. Ja, und natürlich ist es schwer, als Vereinsseite hinzuhauen, bitte halt den Abstand ein, der sagt, ja, was willst du? Wenn die Polizei kommt, schlafen kann ich keiner. Ja, ich meine, wir können nur appellieren an jeden Besucher, dass er auf den Selbstschutz und auf den Schutz vom anderen ein bisschen achtet. Aber ich denke, dass da mittlerweile jeder nur sensibilisiert ist und das möglichst versucht einzuhalten. Und ansonsten brennen wir natürlich drauf, dass es jetzt am Wochenende eben mit einem Heimspiel am Sonntag gegen SV Fritzens in die Liga geht. Auch mit der zweiten Mannschaft starten wir mit dem Vorspiel. Und der Nachwuchs ist soweit eigentlich voll im Trainingsbetrieb. Da startet allerdings die Meisterschaft erst im September dann. Meisterschaftsbetrieb, ist jetzt das innerhalb von Tirol in die ganzen Ligen, ist das gestaffelt, Klaus, oder fangen alle Ligen, also von zweiter Klasse, West, erste Klasse, Bezirksliga, Bezirksliga, Landesliga, fangen die jetzt alle gemeinsam an, oder ist das ein bisschen verzögert? Letztes Wochenende hat die Regionalliga Tirol schon die erste Runde gehabt, ja. Und dieses Wochenende starten die restlichen unteren Ligen, die Kampfmannschaften. Ja. Die Damen starten ein bisschen später, weil da weniger Spieler sind, und der Nachwuchs, der wird dann, ich habe es nicht im Kopf, der ich weiß es genauer, aber wird dann mit Ende... 5. September, wenn ich einwerfen darf. Also im September, Schulbeginn, hey, wenn dann alle wieder
vom nicht durchgeführten Urlaub zurück sind, hey, dann, dann werden wir starten. Urlaub daheim. Ja. Das hat mir jetzt mir selber als auch als Fußballfan, Erich, hat mir das ganz gut gefallen. Du hast gesprochen, Kantine, Zuschauer, die Leute wollen wieder, die Leute wollen das wieder, gell? Ich meine, sicher 200 ist beschränkt, aber das tut einem schon auch gut, oder? Wenn man weiß, es sei wieder Zuschauer da. Ich meine, 200, ja, das wäre feiner, wenn man gar nicht schauen dürfte, aber immerhin, oder? Was sagst du da? Nein, auf alle Fälle. Ich meine, das Wichtigste ist, dass zumindest, wenn es nur 200 sind, dass zumindest Zuschauer da sein dürfen, die über das Spiel auch verfolgen dürfen. Man hat es jetzt schon gemerkt bei der Vorbereitungsspiele, also es war schon kein Zuschauerinteresse wie beim regulären Meisterschaftsspiel. Da hat man mal gemerkt, die Leute wollen unbedingt wieder mal ein Fußballspiel sehen, sie wollen wieder rauskommen. Und da hat man eigentlich schon in den Vorbereitungsspielen gemerkt, dass das Interesse schon wieder da ist und dass jeder drauf brennt, die Fußballspiele auch live mitverfolgen zu können. Ja. Klaus, was ist der aktuelle Stand, was Zuschauer betrifft? Aktueller Stand ist August, 200 Stehplätze. Mhm. Und wenn man Sitzplätze hat, die nummeriert sind, die man also dann vergeben kann, glaube ich, könnten es, Erich, hilf mal, 750 im August. Ja, ist gestaffelt mit 500, 750. 500 im August und 750, glaube ich, im September nachher. Gell? Genau, also die steigert. Nachher geht auch bis über 1000. Allerdings brauchst du dann schon wieder einen Covid-19-Beauftragten, ein Konzept mit der Bezirkshauptmannschaft und so weiter und so fort. Wenn der Stand für die Infektionen gleich bleibt, nehmen wir es mal an. Ja, das weiß man nie, was alles passiert. Mhm. Aber ich sage, so viel Änderungen bzw. so viele Neuerungen wie am Anfang gibt es jetzt nicht mehr. Oder ist das auch so, dass du jetzt jede Woche 10 Mails kriegst, das ist jetzt anders, hat sich das einmal ein bisschen stagniert? Also in unserem Bereich ja. Okay. Ja, also da ist jetzt einmal die Vorgaben, wenn von der Regierung neue Vorgaben kommen werden, muss man sicher von den Vereinen, vom Verband, vom ÖFB dann reagiert werden. Man weiß ja nicht, wie sich die Zahlen entwickeln und dann muss man immer auf die neue Situation sich einstellen. Gibt es jetzt, Herr Erich, gerade wie bei euch außen in der Kantine, gibt es da wieder andere Verordnungen? Ist das wieder speziell mit dem Lebensmittelbereich, Getränkebereich? Ja, grundsätzlich, die Kantine musst du quasi führen wie jeden anderen Restaurantbetrieb, wie jedes Café. Da haben wir eigentlich die gleichen Vorgaben. Da gibt es jetzt nichts Spezielles für Vereinskantinen. Man sieht das auch wie ein normaler Restaurantbetrieb und dementsprechend müssen wir das auch handhaben. Also und wenn man sich da jetzt zum Beispiel was holen geht, da braucht es jetzt keiner was denken. Keine Maskenpflicht, kann man ganz normal sein Getränk holen. Definitiv keine Maskenpflicht. Im Prinzip die Sitzplätze dürfen genutzt werden wie in jedem Restaurant. Die einzelnen Tische müssen natürlich Abstände haben. Wenn es längere Tische sind, können auch Gruppen zu 10 Leuten, wie auch immer, hinhocken, wie es quasi in jeder Bar oder in jedem Lokal gehandhabt wird. Nehmen wir den schlimmsten Fall an, was ist, wenn Sie heint Spieler, gerade jetzt so nachher wie in Vils, Klaus oder in Reut oder irgendwo in einem anderen Verein infiziert? Wie geht es da weiter? Was passiert da? Was kommt auf dem Verein zu? Auf dem Verein kommt wahrscheinlich zu, dass man die infizierten Personen einmal isoliert hat, dass der am Trainingsbetrieb, am Spielbetrieb nicht teilnehmen darf. Und glaube, die Nummer 1450 muss man anrufen, dass er getestet wird. Und also wenn man einen Verdacht hat, dann wird er getestet. Und der restliche Betrieb ist meines Wissens kann dann weiterlaufen. Der kann ganz, das läuft oder ja. Ganz normal. Seid ihr da vorbereitet, Erich? Ja. Eine gute Frage. Ja. Vorbereitet kann es wahrscheinlich nicht hundertprozentig sein. Ich meine, im Präventionskonzept ist klar vorgegeben, wenn jemand infiziert ist, wenn jemand Symptome hat und so weiter, muss er sich an eine gewisse Person im Verein melden. Es wird natürlich automatisch alles gleich weitergeben. Ja, das ist soweit alles geregelt, vereinsintern. Was allerdings überhaupt nicht geregelt ist, ist natürlich, wie der Meisterschaftsbetrieb dann fortgesetzt wird. Ich glaube, dass die Verbände selber noch nicht wissen, wie sie das noch wirklich handhaben, weil ich stelle mir jetzt einmal vor, wenn
ein Spieler von irgendeiner Mannschaft, kann auch vom Gegner sein, infiziert ist, er ist mit denen im Prinzip alle in Kontakt gewesen. Rein theoretisch müssen die alle in Quarantäne gesetzt werden, zumindest einmal die 14 Tage, oder es kommt jemand und testet jeden durch, aber rein theoretisch sind die beiden Mannschaften quasi für 2 Wochen außer Gefecht. Also wie da ein regulärer Meisterschaftsbetrieb dann vorgesetzt wird, kann ich nicht sagen und kann, glaube ich, der Verband derzeit auch noch nicht sagen. Ich habe einmal was gehört, dass sie was ausarbeiten möchten. Wie sie das nachher schlussendlich handhaben kann, weiß ich natürlich nicht. Klaus, gibt es ein Konzept, was wäre, wenn bei erneuten Ligaabbruch, wissen wir, da gibt es? Wenn nur einzelne Personen in Quarantäne geschickt werden müssen von einer Mannschaft hin, dann wird der Betrieb wahrscheinlich weiterlaufen. Hey, wenn die ganze Mannschaft, oder wie es der geschildert hat, inklusive Gegner, dann ausfällt, da weiß ich nichts. Also es ist im Verband, glaube ich, etwas, man wird da mal über dieses Problem, wird man über ÖFB weiter nachdenken. Und aber uns ist derzeit nichts bekannt. Mhm. Wie lange geht denn die Saison jetzt, also die Herbstsaison? Wenn sei die letzten Spiele, wenn es halt vom Wetter her geht? Da hast du mir schon gefragt, also die letzte Runde müsste eigentlich 1. Novemberwoche sein. Und 1. Novemberwoche? Ja gut, bis daher werden wir eh wissen, wie es sich entwickelt, wenn die Jahreszeit wieder kälter wird. Nachher müssen wir das wahrscheinlich eh alles auf uns zukommen lassen. Erich hat da fast schon ein Stichwort gesagt, und zwar Nachwuchs. Beim FC Schretterfils, Erich, wie ist da eigentlich Nachwuchs? Wie schaut es aus mit der Struktur des Nachwuchses? Wie habt ihr es organisiert? Wie viele Mannschaften habt ihr im Nachwuchs? Das darf jetzt einmal in den Raum stellen, wie das eigentlich ausschaut, dass wir einmal in die Jugend ein bisschen appellieren, dass wir die Jugend ein bisschen zu bewegen, Fußball zu spielen. Ich muss sagen, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir in den letzten Jahren immens gewachsen sind, was den Nachwuchs betrifft. Wir legen einen riesen Wert auf unseren Nachwuchs, weil das ist quasi wirklich das Fundament von unserem ganzen Verein. Wir haben nicht die Philosophie, dass wir Spieler aus dem Ausland oder wo auch immer her transferieren. Wir haben noch nicht die Philosophie, dass wir irgendwelche Spieler verpflichten wollen, denen was wir nachher noch was zahlen müssen oder sonst was. Wir möchten wirklich schauen, dass wir möglichst mit Eigenbauspielern, mit den Kampfmannschaften in die Spiele starten. Und es ist in Summe einfach leichter zum Handhaben. Die Spiele identifizieren sich immer viel besser mit dem Verein. Sie sind von klein auf dabei und das macht dann das ganze Vereinsleben sympathischer und feiner. Ja. Und da muss ich echt sagen, sind wir stolz darauf, dass wir jetzt in dieser Saison wieder mit 8 Nachwuchsmannschaften starten. 8 Nachwuchsmannschaften, ja, das 8 ist super. Nachwuchsmannschaften. Ja. Wir haben im Nachwuchs ein Konzept zusammen mit den Sport- und Bergfreunden aus Flach. In der AFL ist natürlich die Nachwuchsarbeit recht schwierig, weil im Prinzip die Strukturen ein bisschen fehlen, die Anzahl von der Mannschaften, die Jahrgänge sind stückweise über 3 und 4 Jahrgänge in einer Mannschaft gesammelt. Und da haben wir uns schon vor einigen Jahren mit Flach zusammengeredet. Im Prinzip profitiert jeder Verein, dass man möglichst viele Kinder in einem gleichen Jahrgang in einer guten Mannschaft abstellen kann. Und das funktioniert mittlerweile über Jahre schon sehr gut. Und es kommt eigentlich immer wieder ein neuer Zulauf an Nachwuchsspielern, die was bei uns auch mit tun möchten. Ich meine, das ist natürlich eine riesengroße Aufgabe, weil wenn man so viel Nachwuchs macht, du brauchst für jeden einen Trainer, du brauchst für alles, also das ist sicher eine aufwendige Sache. Tiroler Fußballverband, Nachwuchsarbeit, wie schaut es da bei Ihnen aus? Gleich als wie beim Erich, jeder Verein ist bemüht, eigene Nachwuchsspieler also auszubringen, schon aus dem Grund, um die eigene Kampfmannschaft dann von unten her dann wieder aufzufüllen. Manche Vereine betreiben das hervorragend in Tirol, wie überall. Andere Vereine kaufen sich halt nachher die Talente dann wieder weg. Gott sei Dank ist es im Bezirk in Reute nicht so arg. Natürlich bemüht sich jeder um die Talente,
Aber soweit ich das jetzt überblicken kann, bemüht sich jeder im eigenen Nachwuchs gut zu arbeiten, gute Trainer hinzubringen, verlässliche Leute, die es auch mit Kindern und mit den Jugendlichen verstehen. Das ist einmal das Wichtigste. Und soweit schaut es einmal in Bezirke für die Zukunft recht gut aus. Was sagst du, Jugend, schwierig zum Kriegen, die Jugendlichen oder? Natürlich haben die Jugendlichen auch andere Interessen, aber ich sage halt so, wenn man unten eine breite Basis hat im Kinderfußball, wird man auch dann im Jugendfußball genügend Leute haben, die Interesse am Fußball haben. Notfalls wird man, wie es auch im Bezirk schon der Fall war, dass man Spielgemeinschaft mit anderen Vereinen gründet, mit der U14 oder U15, wenn man dort zu wenig eigene hat. Und da muss man oft einmal sehr kreativ sein. Das würde mich jetzt interessieren, weil du gesagt hast, nachher kaufen die anderen Vereine die guten Talente weg. Wo fängt denn das eigentlich an? In was für einer Liga, dass da was gezahlt wird? Gibt es da keine Verordnung? Weil ich weiß noch gut, wie ich gespielt habe. Wenn es einmal im Halbjahr ein Würstel gegeben hat und ein Limmer, dann waren wir schon zufrieden. Und da waren wir zufrieden. Mehr hat es auch nicht gebraucht. Gell? Du bist aber schon sehr alt. Gell? Ja. Ein Würstel ja. Und ein Limmer spielt man heute nicht mehr. Da spielt man heute nicht mehr. Nein, da geht es schon in die höheren Eurozahlen nachher. In den oberen Ligen, glaube ich, ausgenommen Füls und Reute, wird kaum. Wird sehr viel zahlt, die sagen, hey, in den unteren Ligen weiß ich auch, das geht oft einmal aber bis in die zweite Klasse, wenn ein paar fanatische Funktionäre plötzlich einen Größenwahn kriegen und sagen, wir brauchen gute Spieler, weil ich will was weiß ich wohin. Und da wird dann schneidig gezahlt. Mhm. Erich, wie schaut es aus mit der Transferpolitik? Bei uns ist die Transferpolitik eigentlich immer recht ruhig. Durch das, dass wir eigentlich unsere Spieler fast komplett selber ausbilden, sind wir in der glücklichen Lage, dass wir selten welche Leute verpflichten müssen. Wir sind natürlich ein offener Verein, wenn Spieler zu uns kommen wollen. Es gibt immer wieder mal Spieler aus der AFL, die was sich im Fußballverband probieren möchten. Die sind natürlich immer herzlich eingeladen. Wir sind da recht offen. Es kann sich jeder probieren. Bei uns kriegt jeder eine faire Chance. Aber wir grasen jetzt nicht den Markt ab und schauen, dass wir Spieler holen, sondern versuchen, wie gesagt, die Spieler selber auszubilden. Dementsprechend besteht natürlich eine relativ große Vereinstreue bei uns. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir eigentlich äußerst selten irgendwelche Abgänge haben. Meistens sind die Abgänge dahingehend, dass die Spieler auch noch in Fußballpension gehen. Mhm. Aber ja, das ist positiv. Ja. Bleiben sie eigentlich bei uns. Vielleicht noch eine Anmerkung, weil du gesagt hast, wächst der Spieler, Gehälter und so weiter. Man muss ein Stück weit von Gehälter reden. Also bei uns ist es so, dass definitiv kein einziger Spieler eine Punkteprämie oder ein Fixgehalt oder sonst was bekommt. Wir organisieren eher mal andere Sachen, dass man gemeinsam in ein Trainingslager fährt, wo der Verein dann die Kosten übernimmt. Man geht dann mal nach dem Auswärtsspiel wieder zusammen was essen oder unterstützt vielleicht bei der Bekleidung oder bei der Fußballschuhe. Aber ansonsten bekommt bei uns eigentlich keiner ein Geld. Natürlich ist es gerade speziell im Interraum ist es ganz anders da. Also da wechseln die Spieler ein Stück weit jedes halbe Jahr zu anderen Mannschaft, wenn er da bloß 10 Euro mehr kriegt. Und in der unteren, wie gesagt, das geht in der zweiten Klasse, geht es schon los, dass diese Mannschaften Punkteprämie kriegen. Umso höher das auch geht, gibt es natürlich Fixprämien schon oder Fixgehälter plus Prämien. Und also man hätte ja so unter den Spielern immer wieder mal was so geboten wird. Und da gibt es natürlich schon Vereine, die was ein Stück weit 1200, 1300 fix umzahlen plus Punkteprämie. Das ist natürlich für manche Studenten sehr interessant, weil die können sich das Studium eigentlich gut finanzieren mit den Sachen. Aber Fußball gerne Fußball spielen oder können, gell, das ist auch immer zwei Paar Schuhe. Sag ich mal. Finanzielle Situation, bleiben wir bei dir kurz, Erich. Hat die Corona-Krise, die ja noch nicht überstanden ist, ein krasses Ding ausgekaut oder finanzielles Loch, möchte ich sagen, oder ist es jetzt gut gegangen und wie gesagt, wenn die Kantine und die Zuschauer wieder eintreffen, also sagst du jetzt, ist das halbwegs in einem Rahmen geblieben?
Grundsätzlich muss man sagen, es ist in einem Rahmen geblieben, weil natürlich die Ausgaben ausblieben sind in einem gewissen Umfang. Gewisse Fixausgaben hast du natürlich auch, wenn kein Spielbetrieb ist. Und da fehlen natürlich die Einnahmen aus Kantine, aus Eintritten und so weiter. In weiterer Zukunft wird es sicher noch spannend mit den ganzen Sponsoren, wie viele noch an Bord bleiben, wie viele abspringen. Also man sucht zwar schon immer wieder mal die Gespräche, es kann noch nicht jeder genau abschätzen, bleiben sie dabei, können sie das Sponsoring aufrechterhalten. Das wird sicher noch nur spannend für die Zukunft. Wichtig ist, wie du schon gesagt hast, mit den Zuschauern, dass man da zumindest wieder Einnahmen hat, weil man hat natürlich Ausgaben jetzt im Spielbetrieb, auch wenn man Spiele nicht hat, aber du musst einen Schiedsrichter zahlen, du hast Auswärtsfahrten, du musst die Infrastruktur aufrechterhalten und das geht natürlich ins Geld, aber ich denke, dass wir von Grund auf schon immer relativ gut aufgestellt gewesen sind und dahingehend relativ gut bis jetzt durch die Krise gekommen sind. Natürlich muss man immer wieder mal schauen, kann man das jetzt wirklich leisten, muss das jetzt wirklich sein oder kann ich das ein bisschen verschieben auf nächstes Jahr. Ich meine, die Punkte wird es immer geben, aber im Großen und Ganzen bin ich schon guter Dinge, dass es vernünftig weitergeht, ja. Was hört man von Bondseite, Herr Klaus, von den Vereinen? Noch relativ wenig. Mhm. Es gibt schon den einen oder anderen Verein, wie Zierl zum Beispiel, die finanzielle Probleme haben, weil der Hauptsponsor sich zurückgezogen hat, aus Gründen, die ich nicht weiß. Es wird vielleicht den einen oder anderen Verein noch geben, die schon ein bisschen kleiner treten werden müssen. Hey, eben solche Summe, wie der Erich genannt hat, wird der eine oder andere Verein halt dann nicht mehr haben. Und so viele verrückte Unternehmer, die dann alles in den Fußball einpumpen werden, wird es auch nicht mehr geben. Also ich denke schon, dass sich der Spielermarkt ein bisschen, vor allem in den Amateurbereichen, ein bisschen ruhiger abspielen wird. Mhm. Und das haben wir ja bei der ersten Diskussionsrunde auch gehört, die Spielergehälter und Transfermarkt, jetzt nicht nur national, sondern auch international, hat man gemeint, tolle Einbrüche. Die merkt man jetzt eigentlich jetzt auch, gell? Die Engländer, die geben alle Vollgas, gell? Ja. Ölgeld, ja. Oligarchen, die zahlen noch und weiß nicht, woher die sonst noch das Geld beziehen. Bei Mattersburg brauchen wir nicht auf Englisch gehen. Mattersburg hat auch bewiesen, dass sie ganz tolle Geldquellen haben. Nicht? Da gibt es jetzt auch die nächsten Probleme. Man wird sehen, wie sich das weiterentwickelt. Verzerrt das ganze Geld, Transferpolitik, verzerrt das den Fußball für die fest? Für mich auf alle Fälle, ja klar. Die kann man halt einfach den Erfolg einfach, wenn ich einen Finanzier habe, kann ich ihn einfach kaufen. Trotz aller Regeln hat man wieder gesehen bei Manchester City, dass dieses Fairplay-Abkommen, dass das eigentlich eine Karteileiche ist. Eigentlich. Ja, das war interessant. Zuerst ist man verurteilt und nachher auf einmal wieder nicht. Ja, sehr interessant, ja. Wenn ich nachfragen darf, Erich, Sponsoring braucht sie der FC Schredder-Filz keine Sorgen machen? Derzeit machen wir uns noch keine Sorgen, gell? Aber ich kann natürlich nicht in die Zukunft schauen. Es ist natürlich so, dass die Ausgaben immer größer werden. Ja? Umso mehr Mannschaften du hast, umso mehr Nachwuchsmannschaften. Es kostet im Prinzip alles. Du brauchst Dressen, du brauchst Bälle, du brauchst also gucken, was nur alles. Und da ist mir natürlich schon immer sehr wichtig, dass man neue Geldquellen lukrieren kann. Ich meine, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir mit der Firma Schredder einen tollen Hauptsponsor haben, der über Jahrzehnte schon die Treue am Verein hat und was ich aus den Gesprächen herausgehört habe, auch weiterhin so beibehalten wird. Natürlich sind wir auch angewiesen auf viele, viele Kleinsponsoren und da wird es natürlich in die Zukunft oder sage ich jetzt einmal die nächsten zwei Jahre sicher ein bisschen schwieriger werden, zusätzliche Sponsoren zu lukrieren. Aber ich sage mal, wenn die Bestehenden einmal aufrecht bleiben, dann sind wir mal guter Dinge. Ja, weil, wie gesagt, man hat ja auch, was viele oft nie sehen und so, registrieren die ganzen Fahrtkosten. Gell? Weil das heißt, ja, jetzt hat man Filz in der Liga. Gut, der Verein fährt einmal her und ihr seid jedes zweite Wochenende unterwegs. Gell? Ich meine, das ist natürlich auch ein großer Punkt. Gell?
Ja, ich meine, die Fahrtkosten sind immens. Ich meine, wenn wir jetzt von 8 Nachwuchsmannschaften, 2 Kampfmannschaften reden, dann reden wir von 10 Mannschaften. Und bis auf U8 und U9 muss quasi jede Mannschaft immer Fernpass fahren. Da sind wir natürlich bei Fahrtkosten, die was auch nicht ein vierstelliger Betrag ist, was uns das natürlich kostet. Ich sage, die Gegner dehnen sich relativ leicht, die fahren einmal im Jahr raus, da können sie sich einen schönen, tollen, großen Bus leisten. Und reklamieren dann noch, was es für eine grausige Strecke über den Fernpass ist und dass es eigentlich eine Zumutung ist, dass sie raus müssen. Aber es bewahrheitet sich halt immer wieder, dass der Weg nach Innsbruck kürzer ist, als wir von Innsbruck raus zu uns. Luftlinie auf alle Fälle. Ja, das ist immer wieder, wie gesagt, ein riesengroßer Faktor. Können wir halt nur an alle Unternehmerinnen und Unternehmer im Bezirk Reutte appellieren, dass das halt weiter so geht, wie das noch im Herbst ausschauen wird. Wenn man sagt, es kommt die ganze Welle, wo man da das Ganze zurückzahlen muss, gell? Das, was man gestundet hat, wir werden sehen. Klaus, abschließend zur Schlussrunde. Bundesliga und international. Jetzt wird auch die Champions League in einem Turniermodus ausgetragen, die Euroleague. Du bist ja, was ich weiß, jetzt auch der Fan von Fußballspielen ohne Zuschauer. Schaust du das trotzdem an? Nein, Nein. nein. Geisterspieler können es allein machen, das interessiert mich nicht. Fußball lebt mit den Zuschauern. Da ist Emotion drinnen und meine Liebe gilt den Fußball im Bezirk, im Tiroler Fußball. Hey, da wird noch ehrlicher zu Fußball gespielt, hey, da geht es weniger ums Geld, auch wenn manchmal Gehälter gezahlt werden. Aber die Freude am Spiel überwiegt bei den meisten und das taugt mir. Da kommt man am Fußballplatz, da ist was los, hey, man trifft einen Haufen Leute und im Fernsehen, na, dann schaue ich mir lieber einen guten Film an. Oder schalten an und lese ein Buch. Ja, ist auch keine Option. Erich, hast du so eine Fußballrunde oder habt ihr es im Verein auch, wo zusammen mal solche Spiele schaut, wie in der Champions League oder Euroleague? Es ist so meistens, wenn jetzt gerade ein Training ist und es kommt am Abend ein Champions League-Spiel oder ein Cup-Spiel oder so, dann kommt es immer wieder mal vor, dass die Kampfmannschaft halt oder die Spieler allgemein, dass sich halt zusammen und zusammenhocken und die Spiele halt gemeinsam anschauen. Das ist von mir eigentlich einer von den wenigen Zeitpunkten, wo man eigentlich ein Spiel im Fernsehen gönnt. Und jetzt muss ich sagen, dann ist wieder Klaus, ich habe mir ein Geisterspiel einmal für 10 Minuten gegönnt. Weil er mal wissen wollte, wie es ist, weil man kann ja schlecht schimpfen, wenn man es noch nicht erlebt hat. Ich habe nach 10 Minuten ausgeschaltet und das war es dann. Seitdem habe ich mir keins mehr angeschaut und ich schaue sonst relativ wenig Fußball mittlerweile, muss ich sagen. Wie gesagt, wenn man nach dem Training gerade in der Kantine hockt und die Mannschaft schaut das Spiel an, nachher hockt man dazu, schaut man so an, aber ich muss ihm Klaus beipflichten, mir macht der Amateurbereich, in dem wo wir uns bewegen, allgemein nochmal viel mehr Spaß. Man hat die Kontakte, man hat die Kollegen, die Freunde da. Das ist im Prinzip der ehrliche Fußball ohne Geldschiebereien oder sonst was. Und da muss ich sagen, ich bin ungefähr 7 Tage die Woche mit Fußball unterwegs und da Ja. bin ich mir nachher nicht da zusätzlich am Abend in der freien Minute noch ein Spiel von irgendwelchen Millionären. Noch dazu muss ich sagen, kann ich mir fast kein Sky-Abo oder sonst was oder das so ein Abo kaufen, weil das Geld geht eh uns sonst in die Spiele wieder rein, damit sie nochmal Millionen haben. Also da muss ich sagen, da unterstütze lieber die Amateurvereine und schauen wir gerne mal an das Amateurspiel an. Ja gut, meine lieben Zuseher, das war's wieder schon von der tollen Fußballrunde. Erich, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du Zeit genommen hast. Vielen Dank, Gerne. Klaus, dass du den Weg zu uns ins Studio gefunden hast und wie der Erich davor gesagt hat, das Publikum, die Emotionen gehören dazu. Wenn ein Publikum dabei ist, wir sind für RE1 natürlich auch auf euch angewiesen, meine lieben Zuseher, und hoffen, dass Sie auch weiterhin einschalten bei RE1. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche Ihnen eine schöne Woche. Macht es gut. Vielen Dank von meiner Seite.